Mein Name ist Karl S. Schöne Grüße hier aus Kiew und ich möchte Bezug nehmen auf ein Video von einem Herrn Bosselmann, Bäckerei Bosselmann. Ist der Lebensort mit ganz viel Mut und ganz viel Einsatzwille belegt. Dieses Video hat auf Instagram fast 4 Millionen Aufrufe, wurde auch in der Bildzeitung gepostet. Und ich möchte jetzt Folgendes machen. Zunächst ganz kurz zu meiner Person. Ich bin auch Unternehmer, ich habe auch Gastronomie und Handel, das Ganze heißt bei mir Juicery. Ich verkaufe teilweise auch Backwaren. Aber mein zweites Standbein ist Consulting im Bereich Digitalisierung und Online-Marketing. Und aus diesem Grund konnte ich diese Krise besser vorhersehen. Ich konnte mich besser auf diese Corona- und auch Wirtschaftskrise vorbereiten. Und tatsächlich bin natürlich auch ich betroffen, einmal als Unternehmen im Bereich Gastronomie, aber ich vermiet auch selber an Gastronomie. Das heißt also, ich kenne die Situation aus Seiten von jemandem, der Immobilien und Flächen an einen Gastronomen vermietet, und ich kenne das Ganze auch als jemand, der selber jetzt schauen muss, wie er weiterhin Umsätze macht, seine Mitarbeiter bezahlt. Und ich möchte hier Folgendes machen. Ich möchte einmal dem Herrn Bosselmann seiner Bäckerei eine kostenfreie Unternehmensberatung im Bereich Digitalisierung und eben auch Online-Marketing schenken im Wert von 100.000 Euro. Das heißt also Optimierung der Webseite, Generierung von Neukunden auf der Webseite, Umstrukturierung des Online-Shops und eben auch eine Schaffung eines Online-Angebotes, dass er seinen Laden weiterhin aufrechterhalten kann. Und ich bin kein großer Fan davon, Menschen Fische oder in dem Fall Brot zu schenken, aber ich bin ein sehr großer Fan davon, ihnen zu helfen, wie man fischt oder eben wie man ja eine Fischerei aufbaut. Das heißt also, wie machen wir das Ganze? In diesem Video will ich Folgendes ansprechen. Erstens mal, was kann man jetzt als Unternehmer tun in so einer Situation, um eben nicht in eine Insolvenz reingeraten? Ich habe es jetzt gerade gehört, gestern hat Vapiano Insolvenz angemeldet. Viele weitere Gastronomen werden wahrscheinlich Insolvenz anmelden. Was können wir als Gastronomen tun? Punkt 1. Punkt 2, was sollte der Staat tun? Punkt 3, was sind Online-Business-Maßnahmen, die man ergreifen kann? Und ich möchte mal ganz kurz zeigen, wir haben hier eine solche Gastronomie. Was machen wir in einem Falle, wo wir die Läden zuschließen müssen? Erstens mal, wir haben eine Webseite aufgebaut und zwar mit Pixel. Ich habe gesehen, dass die Webseite von Bosselmann kein Facebook-Pixel drauf hat und auch keinen wirklichen Shop. Das heißt also, man sollte immer einen relativ großen Teil von seinem Angebot im Internet auch anbieten. Man sollte einen Lieferdienst anbieten, aber eben auch andere Produkte, wie nicht nur frische Waren, sondern eben beispielsweise auch Mehlspeisen, Backwaren, Körnermischungen, Rezeptbücher, alles Mögliche, dass man eben auch einen Umsatz in solchen Zeiten aufrechterhalten kann. Vielleicht Superfood-Mixes, Chiasamen, also was für eine Produktpalette kann ich mir online aufbauen, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wie kann ich einen Lieferservice aufbauen, Punkt Nummer 3, wie kann ich wirklich durch einen guten Internetauftritt, einen guten Social-Media-Auftritt und eben vor allem auch natürlich ja, Online-Marketing-Funnels und auch Werbung Menschen auf meine Seite bringen und den ganzen Umsatz aufrechterhalten. Das schaut bei uns im Regelfall folgendermaßen aus. So kann ein moderner Online-Shop aussehen. Auch das werden wir einblenden. Solche Produkte haben wir, aber natürlich bieten wir auch diverse andere Produkte an. Und in so einer Zeit, wo die Menschen zu Hause sitzen, wollen sie ja vielleicht Brot backen. Vielleicht verkauft man dann Brotbackmaschinen, Brotbackmischungen, Rezepte und all solche Dinge. Was sind jetzt weitere Maßnahmen? Das waren jetzt einmal Marketingmaßnahmen, Verkaufsmaßnahmen und natürlich auch Produktpalettenerweiterung. Ist kurzfristig manchmal schwer, ist aber möglich, dazu mehr am Ende des Videos. Jetzt gibt es natürlich noch einen ganz wichtigen Punkt und zwar das Thema Kosten einsparen. Länder wie beispielsweise Frankreich und auch andere Länder haben die Steuern erstmal massiv runtergefahren oder sogar gestrichen. Ich würde allen Unternehmern empfehlen, holt eure letzte Steuerzahlung zurück, lasst das Finanzamt nicht mehr abbuchen
Und ich würde auch die nächsten 4, 6, 8, 10, 12 Wochen keine Steuern mehr bezahlen, beim Finanzamt anrufen und sagen, es geht einfach aktuell nicht. Denn das Finanzamt, das bucht immer ganz schnell ab. Die sind immer sofort dabei. Ich kenne es noch bei meinem Vater und mir, da wurden teilweise Beträge abgebucht, das war nicht mal gerechtfertigt. Ich habe teilweise auf Steuerrückzahlungen 3, 6 oder sogar 12 Monate warten müssen. Das heißt, das Finanzamt, die ziehen immer gleich das Geld ab, teilweise sogar zu viel Geld ab oder zu früh das Geld ab. Und dann muss man ewig lang warten. Ich empfehle, macht diese Konten dicht, entzieht ihnen die Erlaubnis, bei euch abzubuchen, telefoniert mit der Bank und macht erstmal gegenüber dem Finanzamt wirklich dicht. Das mache ich, das ist meine Empfehlung. Und ich würde dem Finanzamt erstmal nicht überweisen, denn bis diese ganzen Hilfspakete, bis diese ganzen Kredite, diese Hilfskredite, KfW etc., bis das alles bei den Unternehmen ankommt, das dauert doch 3, 4, 5 Monate. Das dauert einfach zu lang. Und um dieses Delta überqueren zu können, ist das eine Sache, die man in Betracht ziehen sollte. Das nächste, mit seinem Vermieter sprechen. Im Notfall die Miete später bezahlen, die Miete erstmal nicht bezahlen oder die Miete erstmal mindern. Und nochmal zum Thema Steuern. Ich weiß noch ganz genau, ich habe einen Standort gehabt in München-Bogenhausen, eine Juicery dort, und nebendran war ein Blumenladen, ein Juwelier und auch ein Friseur. Und dann wurde mitten in der Primetime im Sommer, wurde dort die gesamte Straße gesperrt und umgebaut. Und zwar 5 Monate lang. Der Einzige, der noch Rücklagen hat, war ich. Der Einzige, der sein Geschäftsmodell digitalisieren konnte und auch online verkaufen konnte, war ich. Der Blumenladen ging pleite, der Friseursalon ging tatsächlich pleite, der Juwelier ging pleite. Das sind Unternehmen, die haben jahrelang an die Stadt Steuern bezahlt. Dann haben sie bei der Stadt angerufen und meinten, hey, können wir wenigstens mal keine Steuern mehr zahlen oder etwas zurückbekommen von den Steuern, um zu überleben? Und die Stadt München hat eiskalt gesagt, nein. Das heißt, ich würde jetzt auch erstmal bei der Miete schauen, später bezahlen, Steuern zurückholen und später bezahlen. Das ganz wichtige Hinweise, denn im Zweifelsfall lässt der Staat einen leider hängen. Und ich erwarte jetzt auch von der guten Frau Merkel erstmal eine Steuerbremse. Die Unternehmen sollten jetzt keine Steuern mehr zahlen. Das wäre wie wenn man eine Kuh jetzt einfach mal, weil sie kurzzeitig keine Milch geben kann, schlachtet. Würde man auch nicht tun. Unser deutsches Finanzamt schlachtet Kühe, die jahrzehntelang Milch gegeben haben. Nur weil sie jetzt mal 1, 2, 3 Monate keine Milch geben können, wird man gleich geschlachtet. Es ist ein Unding und es ist nicht nur unmenschlich, es ist auch unwirtschaftlich. Es macht auch gar keinen Sinn, ein Unternehmen, was Jahre oder jahrzehntelang Steuern bezahlt hat, weil es jetzt mal kurzzeitig nicht Steuern zahlen kann, in die Insolvenz zu zwingen. Aber auf der anderen Seite muss ich eben auch sagen, man sollte mehr Reserven im Tank haben, wie 1, 2 Monate. Ich als Unternehmer kann es mir leisten, dass bei meinen Unternehmen eben oftmals, ja, was heißt oftmals, aber dass mal 1, 2, 3 Monate die Einnahmen ausfallen, das kann ich mir als Unternehmer leisten, das muss ich mir auch leisten können. Ich darf mich nicht so stark verschulden, ich darf nicht so geringe Margen haben und so hohe Fixkosten haben, dass wenn mir mal 1, 2, 3 Monate die Einnahmen ausgehen, ja, dass ich dann schon sofort in der Insolvenz bin. Und dann ist eben der nächste Punkt, ich würde mit den Mitarbeitern sprechen. Das heißt also, die Mitarbeiter sollten es genauso sehen. Ich habe jetzt hier eine Kuh oder eine Gans und das Unternehmen ist die Kuh, das Unternehmen ist die Gans. Und wenn die Gans jetzt vielleicht mal kleinere Eier legt oder die Kuh mal weniger Milch gibt, dann verzichte ich als Mitarbeiter lieber vielleicht mal die nächsten 3 Monate auf einen Teil meines Lohns, spreche mit meinen Partnern und eben mit dem Unternehmen, mit der Geschäftsleitung, mit den Unternehmensbesitzern und sage, okay, wir sind bereit, mal 1, 2, 3 Monate auf den Lohn zu verzichten oder teilweise zu verzichten. Dann in guten Zeiten möchten wir aber Bonuszahlungen, Ausgleichszahlungen haben. Also auch als Mitarbeiter muss ich langfristig denken und sagen, okay, lieber bekomme ich jetzt mal ein paar Monate lang weniger Geld oder sogar im Zweifelsfall kein Geld, dafür überlebt aber das Unternehmen
Und wenn dann das Unternehmen in 6-12 Monaten wieder zurück ist, in voller Stärke ist, mehr Umsatz macht, dann lasse ich eben das Ganze wieder ausgleichen. Das war jetzt also ganz kurz zusammengefasst, was würde ich machen? Also einmal als Staat. Der Staat sollte jetzt die Steuern erstmal streichen und sollte bei den Hilfszahlungen, bei den Hilfskrediten sehr schnell machen. Okay? Das mal zum Thema, was von Staatsseite kommen sollte. Dann, was sollten die Mitarbeiter machen? Die Mitarbeiter sollten dem Unternehmen, wenn es geht, entgegenkommen. Und drittens, was sollten die Unternehmer machen? Erstmal in Zukunft besser aufpassen. Sie sollten ihr ganzes Unternehmen, ihr Marketing, ihr Produktangebot, alles was es geht, weitestgehend digitalisieren. Sie sollten ihre Produktpalette erweitern und sie sollten Marketing lernen. Und ich biete der Firma Bosselmann an, kontaktieren Sie mich, Karl S., über Instagram einfach persönlich mit einer Nachricht. Dann werden wir insgesamt 100.000 Euro an Consulting-Dienstleistungen kostenlos machen, also neue Page aufbauen, Werbekampagnen aufbauen. Wir werden schauen, was man für ein Produktangebot online machen kann, was man für einen Lieferservice online machen kann. Und an alle anderen, die auch im Einzelhandel sind, an alle Unternehmen, schreibt uns einfach an oder bucht einfach hier unten ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir machen jetzt ausnahmsweise ein komplett kostenloses Beratungsgespräch für Unternehmen, für Selbstständige, für Verkäufer, für Vertriebler oder für Quereinsteiger, die sich online ein Geschäftsmodell aufbauen möchten. Also einmaliges Angebot läuft nur jetzt, wenn das Video online kommt, eine Woche bis zum nächsten Sonntag, also insgesamt knapp 8 Tage. Jetzt also kostenloses Beratungsgespräch sichern. Das Angebot an die Bäckerei Bosselmann gilt auch. Bitte nehmen Sie es wahr bis zum nächsten Sonntag. Und bitte, Aufruf an die Finanzämter, Aufruf an die Vermieter, Aufruf an die Mitarbeiter, Aufruf an die Politik und auch natürlich ganz wichtig Aufruf an die Unternehmer. Schafft in guten Zeiten Polster, digitalisiert euer Marketing, eure Firmen, erweitert euer Produktportfolio, sprecht schon im Vorhinein mit Mitarbeitern, was macht man in Krisensituationen, man muss die nächste Krise immer kommen sehen. Wer Online Juicery anschauen möchte, bestellen möchte, hier ist die Seite. Wir werden auch noch einige Sachen einblenden. Das war es von meiner Seite aus. Viel Erfolg jetzt allen Arbeitnehmern, viel Erfolg allen Unternehmern. Und jetzt müssen wir alle zusammenhalten. Bis dann, euer Karl S. Mein Name ist Gerhard Bosselmann. Ich bin Bäcker in Hannover seit 20 Jahren. Ich habe mich selbstständig gemacht in der Landeshauptstadt. Es ist eine ganz schwierige Situation und daher wähle ich diesen ganz neuen Weg für mich, mich an unsere Kunden und an meine Mitarbeiter zu wenden. Bosselmann als Bäcker ist für Sie da. Das ist nicht so einfach. Dieser Satz klingt so toll, ist aber jeden Tag mit ganz viel Mut und ganz viel Einsatzwille belegt. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern, die kein Homeoffice machen können und kein Homeoffice machen wollen, sondern an der Front in den Läden stehen und Sie als unsere Kunden bedienen und Ihnen die Gewissheit geben, dass wir bei Bosselmann in schlechten Zeiten für Sie genauso da sind wie in guten Zeiten. Aber ohne Sie als Kunden hat das alles keinen Sinn. Wir brauchen einen bestimmten Mindestumsatz, sonst wird unser Unternehmen nach 6 bis 8 Wochen sterben. So lange halten wir durch, da die Förderungen, die uns die Bundesrepublik, Herr Altmaier, Frau Merkel und Herr Scholz versprochen haben, durch die Hausbanken überhaupt nicht ankommen. Die viel beschworene KfW wird erst im Mai ihre Statuten beschließen. Kurzarbeitergeld wird sehr spannend. Am Montag sind 800.000 Einträge eingegangen. Wir werden also deswegen alleine gelassen, weil die politisch sehr netten Versprechungen der Politiker nicht unten ankommen. Der Mittelstand wird fallen gelassen. Es ist eine Katastrophe. Wir müssen uns selbst helfen und Sie als unsere Kunden können uns helfen und in schlechten Zeiten zu uns halten, wie wir das auch tun. Ich möchte mich bei meiner Belegschaft bedanken, die wundervoll ist. Bitte gehen Sie zu Ihrem Bäcker, ob er Göing, Raute,
Rebeschke heißt. Es ist völlig egal. Gehen Sie zu Ihrem Bäcker um die Ecke. Die Bäcker aus Hannover sind für Sie da. Und es ist scheißegal, wie der heißt. Gehen Sie einfach hin, weil Sie retten damit Arbeitsplätze. Bei Bosselmann sind es 205. Und wir haben alle um unsere Jobs eine Scheißangst. Ab heute gilt bei den Bosselmann-Filialen Folgendes. Wir werden etwa 10 Filialen schließen müssen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Informieren Sie sich auf Facebook und Instagram über die Öffnungszeiten. Aber ich habe noch etwas, was mir am Herzen liegt. Mein Sohn ist Arzt in Tübingen. Und ich möchte ab heute, dass alle Mitarbeiter im Gesundheitsdienst, alle Ärzte, Krankenschwestern, Rettungswagenfahrer kriegen ab sofort alles, was sie brauchen, an haushaltsüblichen Backwaren bei Bosselmann umsonst. In guten Zeiten haben wir zusammengehalten, in schlechten Zeiten tun wir es noch mehr. Bitte missbrauchen Sie das nicht, aber alle Rettungskräfte sind jederzeit herzlich willkommen als Dankeschön. Ich hoffe, dass wir uns in 8 Wochen fröhlich wiedersehen, wir unser neues Konzept Bobo wieder aufmachen und mit so viel Herzblut für Sie in 8 Wochen wieder da sein können oder in 12 oder whenever. Und ich möchte mit einem Satz schließen, der in unserem neuen Restaurant Bobo an der Wand hängt. In a world where you can be anything, be kind. Danke.